Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 28. Sitzung des Landtages und heiße Sie dazu alle herzlich willkommen. Zur heutigen Sitzung darf ich auch ganz herzlich begrüßen den Leistungskurs Politik der Gemeinschaftsschule in den Fliesen aus Saarlouis, der unter Leitung von Herrn Christoph Lauer heute im Rahmen der Einführung von Gruppen in die Parlamentsarbeit bei uns zu Gast ist. Seien Sie uns willkommen. Der Minister der Finanzen und für Wissenschaft hat dem Landtag mit Schreiben vom 25. Juni 2024 gemäß § 37 der Landeshaushaltsordnung eine Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben im zweiten Halbjahr 2023 übermittelt. Da der Landtag gemäß § 37 Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung von den über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben zu unterrichtet ist, habe ich die Zusammenstellung den Mitgliedern des Hauses übersenden lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute Morgen auch noch eine sehr angenehme Aufgabe, denn ich darf Frau Ministerin Petra Berg im Namen des ganzen Hauses, aber auch von mir persönlich die besten Wünsche zu ihrem heutigen runden Geburtstag aussprechen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Ministerin. Im Einvernehmen mit dem erweiterten Präsidium habe ich den Landtag des Saarlandes für heute 9 Uhr einberufen und die Ihnen vorliegende Tagesordnung festgesetzt. Zu Punkt 9 der Tagesordnung, erste Lesung des von der CDU-Landtagsfraktion eingebrachten Gesetzes zur Änderung des saarländischen Abfallwirtschaftsgesetzes, Einführung einer Videoüberwachung an Containerstellplätzen, Drucksache 17/1030. Hat die SPD-Landtagsfraktion mit der Drucksache 17/1049 den Antrag betreffend Konzept zur Bekämpfung illegaler Müllentsorgung fortschreiben eingebracht. Wer dafür ist, dass der Antrag Drucksache 17/1049 als Punkt 18 in die Tagesordnung aufgenommen wird, den bitte ich, eine Hand zu erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 17/1049 als Punkt 18 in die Tagesordnung aufgenommen ist und gemeinsam mit Punkt 9 in einem halben Redezeitmodul beraten wird. Zu Punkt 11 der Tagesordnung, zweite Lesung des Gesetzes zur Änderung des saarländischen Hochschulgesetzes und anderer hochschulrechtlicher Vorschriften, Drucksache 17/876 und Abänderungsantrag Drucksache 17/1028 hat die CDU-Landtagsfraktion zwischenzeitlich einen Abänderungsantrag mit der Drucksache 17/1039 eingebracht. Zu Punkt 12 der Tagesordnung, zweite Lesung des Gesetzes zur Einführung des Schulwesen-Datenschutzgesetzes und zur Änderung des Schulordnungsgesetzes, Drucksache 17/936 und Abänderungsantrag Drucksache 17/1029 haben die SPD-Landtagsfraktion und die CDU-Landtagsfraktion zwischenzeitlich einen gemeinsamen Abänderungsantrag mit der Drucksache 17/1050 eingebracht. Zu Punkt 13 der Tagesordnung, zweite Lesung des Gesetzes zur Änderung des saarländischen Vermessungs- und Katastergesetzes, Drucksache 17/880 und Abänderungsantrag Drucksache 17/1009 hat die CDU-Landtagsfraktion zwischenzeitlich einen Abänderungsantrag mit der Drucksache 17/1040 eingebracht. Zu Punkt 15 der Tagesordnung, Beschlussfassung über den von der CDU-Landtagsfraktion eingebrachten Antrag betreffend Umsetzung der landesweiten systematischen Medienausleihe Saar, kurz LSMS, es braucht endlich ein Gesamtkonzept, Drucksache 17/1032, hat die SPD-Landtagsfraktion mit der Drucksache 17/1053 den Antrag betreffend digitale Teilhabe für alle SchülerInnen durch die landesweite systematische Medienausleihe Saar, kurz LSMS, gleichwertige Bildungschancen sichern, eingebracht.
Wer dafür ist, dass der Antrag Drucksache 17/1053 als Punkt 19 in die Tagesordnung aufgenommen wird, den bitte ich, eine Hand zu erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 17/1053 als Punkt 19 in die Tagesordnung aufgenommen ist und gemeinsam mit Punkt 15 in einem halben Redezeitmodul beraten wird. Für die übrigen Tagesordnungspunkte haben sich die Mitglieder des erweiterten Präsidiums im Hinblick auf die Redezeit für die Aussprache auf Folgendes verständigt. Die Tagesordnungspunkte 1 bis 3 werden gemeinsam in einem anderthalbfachen Redezeitmodul beraten. Die Tagesordnungspunkte 4, 8, 12 und 17 finden ohne Aussprache statt. Die Tagesordnungspunkte 5 bis 7, 10 und 13, 14 und 16 werden jeweils in einem halben Redezeitmodul beraten. Tagesordnungspunkt 11 wird in einem ganzen Redezeitmodul beraten. Wer dafür ist, dass wir so verfahren, den bitte ich um ein Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann verfahren wir so. Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, darf ich heute Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch nochmal Vertreter der saarländischen Rettungs- und Hilfsdienste begrüßen. Stellvertretend erlaube ich mir zu begrüßen Herrn Michael Burkhardt, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Herrn Guido Joost, Landesvorsitzender des Arbeiter-Samariter-Bundes und für den Regionalvorstand Saar, der Johanniter Unfallhilfe, Herrn Leonard Frisch. Seien auch Sie uns alle herzlich willkommen.